Schön. Aber eine Sache verstehe ich trotzdem noch nicht so ganz. Viridium, Strepoli und Praktibalk. Wie kommt es, dass ihr alle hier seid? Das habt ihr alleine unserer liebenswerten Viridium zu verdanken. Sie hat uns gesagt, dass Dumisel in Gefahr ist. Viridium hat euch zu Dumisels Rettung gerufen? Nun, ich habe euch beide gesehen. Ich sah euch mit Morlord reden. Ich habe selbstverständlich nicht alles verstehen können aus der Entfernung. Aber es hat gereicht, um eins und eins zusammenzuzählen. Ich verstehe. Es ist endlich vorüber. Dumisel, geht es dir auch gut? Ja, ihr habt mich gerettet. Aber ich war naiv genug zu glauben, auf diese Weise stärker zu werden. Und so bin ich den Halunken auf den Leim gegangen. Was bin ich nur für ein Versager. Red du keinen Unfug. Dir sind doch unterwegs bereits Zweifel an der Geschichte gekommen. Man könne im Handumdrehen stark werden, oder? Ansonsten hätten sie sich wohl kaum mitten im Niemandsland mit dir prügeln wollen. Wer weiß, wie der Kampf auf ihrem Terrain ausgegangen wäre. Doch zum Glück bist du ihnen ja nicht so weit gefolgt. Und außerdem hast du im Kampf keine kalten Füße bekommen, sondern tapfer bewiesen, was in dir steckt. Hut ab, Dumisel. Von dir können wir uns alle eine Scheide abschneiden. Imolga. Bitte verzeih mir. Dass du um jeden Preis stärker werden wolltest, ist ganz allein meine Schuld. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber die Welt ist voller arglistiger Gesellen, die danach trachten, schwachen Pokémon übel mitzuspielen. Hinzu kommt noch, dass du eben ein äußerst leichtgläubiges Pokémon bist. Und als solches wirst du es in dieser Welt nicht leicht haben. Hast du deine Lektion für dieses Mal gelernt? Man darf anderen nicht einfach so blind vertrauen, verstanden? Meinst du wirklich? Ich stimme dir zwar zu, was du sagst, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Pokémon blind vertrauen sollte. Aber das bedeutet doch umgekehrt noch lange nicht, dass man niemandem mehr vertrauen darf. Ist es denn grundsätzlich falsch, anderen Vertrauen zu schenken? Bedauerlicherweise wimmelt es heutzutage nur noch von unehrlichen Pokémon, die Böses im Schilde führen. Aber wie soll sich denn hier etwas ändern, wenn keiner den ersten Schritt wagt und auf andere zugeht? Nun, es ist kein Geheimnis, dass es Dumisel an Kraft fehlt. Er ist schwach. Aber er lässt sich nicht unterkriegen und er glaubt an das Gute in Pokémon. Und der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Andere Vertrauen schenken. Das zeichnet für mich wahre Stärke aus. Das ist zumindest meine Überzeugung. Shana. Aus diesem Grund wollte ich dich, Dumisel, und auch dich, Imolga, fragen, ob ihr Interesse hättet, unserem Team beizutreten. Shana? Wie bitte? Einem Team beitreten? Genau! Ich möchte nämlich ein Paradies für alle Pokémon schaffen. Ein Paradies für alle Pokémon? Wir werden gemeinsam allerlei Arbeiten bestreiten und auch viele Schätze finden. Und so einen ereignisreichen Tag nach dem anderen miteinander verbringen. Das ist in wenigen Worten mein Traum von einem Paradies für alle Pokémon. Wow. Doch um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauche ich Freunde. Freunde wie euch zum Beispiel. Siehst du das nicht auch so, Shoni? Keine Frage, das stimmt schon, Shada. Bist du dir auch ganz sicher? Wirst du jemanden nämlich wirklich zum Freund? Aber gewiss doch. Nun, wenn dem so ist, ja, dann möchte ich unbedingt dein Freund sein. Tja, was soll ich sagen? Solange Dumisel einverstanden ist, bin ich auch mit von der Partie. Klasse! Vielen Dank, ihr zwei! Shoni, wir haben es geschafft! Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere ersten Freunde zu finden! Shoni, Shana, ich werde mein Bestes geben. Erschaffen wir gemeinsam ein Paradies auf Erden. Tja, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich werde ebenfalls alles geben. Auf ins Abenteuer! Yay, cool! Entschuldigung. Verzeiht bitte, dass ich euch unterbreche. Aber ich würde euch auch gern um einen Gefallen bitten. Dürfte ich? Dürfte ich eurem Team wohl ebenfalls beitreten? Viridium will... Was? Wie bitte? Unsere Bezauberer Viridium will dem Team von Shoni beitreten? Hä? Was soll denn das auf einmal? Hast du nicht allen zu verstehen gegeben, dass du keine Freunde haben willst? Mal Hü, mal Hott, wie? So ganz nach Lust und Laune. Wenn du hergekommen bist, um uns auf den Arm zu nehmen, dann nein, danke. Euch auf den Arm zu nehmen? Okay, ich verstehe natürlich, dass ich euch dieser Eindruck aufdrängen mag.
Ich möchte mich nicht herausreden oder mein Verhalten entschuldigen, aber würdet ihr mich dennoch als neues Mitglied in eurem Team akzeptieren? Danke, ich für meinen Teil bin bedient. Von mir aus kannst du die Kurve kratzen. Los, Shana, sag ihr, dass für jemanden wie sie kein Platz in unserem Team ist. Ich sehe kein Problem. Willkommen im Team. Was? Weshalb gestattest du, dieser launischen Zimtzicke unserem Team beizutreten? Ich werde das niemals dulden. Niemals. Sag ihm, dass ich recht habe, Domizel. Du bist doch genauso wenig im Team haben wie ich, stimmt's? Nun, wie soll ich sagen? Oh Gott. Das darf doch alles nicht wahr sein. Also, wenn du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest, dann musst du uns vollkommen vertrauen, hörst du? Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Hältst du das für möglich? Ich werde mein Bestes geben. Damit wird die Sache geklärt. Von heute an gehört Viridium zu unserem Team. Dankeschön. Denkst du doch ganz richtig, Shana? Ich habe doch ganz klar Nein gesagt. Jetzt sei doch nicht so. Was willst du denn überhaupt mit der in unserem Team? Entschuldigung, es war für mich halt das erste Mal, dass jemand mein Freund werden und dem Team beitreten wollte. Ich war so glücklich darüber, dass ich gar nicht nachgedacht habe. Also ehrlich, ich habe selten eine dämliche Erklärung gehört. Hört auf zu streiten, Mensch. Nun gut, es hat ganz den Anschein, als hätte sich die Gemüter meinetwegen ein wenig erhitzt. Aber ich bin dennoch froh, eurem Team fortan mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Heimweg machen. Sie sind immer noch am Streiten da. Streppoli? Ja, meine Liebe. Weißt du noch, was du vorhin gesagt hast? Viridium suchte Streppoli auf, um ihn zu bitten, Domizel zu retten. Was, Domizel? Ich habe verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Boss, wir kommen auch mit. Meine Güte, warum muss es immer jedem sofort vertrauen? Er ist in der Karkschlucht. Folgt mir schnell dorthin. Oh, nicht so schnell. Meine liebe Viridium, du scheinst den Glauben an diese Welt zwar schon fast verloren zu haben, aber lass dir eines gesagt sein. Shawny und Shana sind allein. Nun ja, wie soll ich sagen? Man darf die beiden nicht unterschätzen. Hä? Ich war genau wie du, meine Kleine. Ich hatte den Glauben an das Gute verloren. Im Unterschied zu dir jedoch habe ich den Bogen überspannt und Dinge gemacht, auf die ich beileibe nicht stolz bin. Um genau zu sein, war ich noch bis vor kurzem ein ziemlich mieser Schuft. Aber all das ist nun vorbei. Seit ich diesen beiden kleinen Rackern begegnet bin, hat sich meine Sicht der Dinge grundlegend verändert. Jedes Mal, wenn ich die beiden ansehe, überkommt mich das Gefühl, dass diese Welt doch noch eine zweite Chance verdient hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du mir damals sagen wolltest. Hä? Das soll ich gesagt haben? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Du bist ein schlechter Lügner. Aber was soll's? Nun, ich hatte zwar nicht vor, mich länger als nötig in Rastatt aufzuhalten, aber andererseits hätte ich nichts dagegen, noch etwas länger hier zu bleiben. Wenn ich hier bleiben sollte, würde ich es vielleicht finden. Dieses besondere Etwas, nach dem ich suche. Aha, Viridium sucht etwas Spezielles. Okay. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, tu das mal. Immer wichtig, ja. Gut. Wir sind mittlerweile zu fünft in unserem Team. Was? Förderst du genug? Du solltest erstmal. Na, leck mich, Spiel. Am nächsten Morgen. Wir sind jetzt zu fünft. Aber die schlafen nicht hier, okay. Das ist unser Haus. Ha, guten Morgen, Shawny. Ich bin immer noch überglücklich wegen gestern. So viele neue Freunde. Gleich drei auf einmal. Zusammen mit uns beiden macht das jetzt schon fünf Paradiesbewohner. Und da wir jetzt mehr als vier sind, können wir uns als Team anmelden. Team? Ja, das Abenteuerleben ist nicht leicht. Und genau dafür wurde dann auch die Abenteurergilde gegründet. Abenteurer-Gilde? Genau. Klingt etwas altmodisch, kommt aber nie aus der Mode.
Die Abenteuergilde macht das Abenteuerleben viel sicherer. Und sobald man mindestens zu viert ist, kann man sich als Team registrieren lassen. Die Abenteuergilde unterstützt einen dann zum Beispiel mit Items. Johnny, Shana. Oh, das klingt nach Dummisel. Sieht aus, als wären alle hier. Okay, sehen wir mal nach, was sie wollen. Oh, Pelipa, hallo. Einen guten Morgen alle zusammen. Morgen. Ja, guten Morgen. Moin, Johnny und Shana. Hör mal, Shana. Ich glaube, Pelipa hat Post für dich. Pelipa hat Shana einen Brief überreicht. Es ist ein Brief von der Abenteurergilde. Im Ernst? Und was steht drin? Dann wollen wir doch mal nachschauen. Hier steht, dass wir uns als Team registrieren lassen können, wenn wir den Namen unseres Teams hier eintragen und das ausgefüllte Formular an den Absender zurückschicken. So steht es hier zumindest geschrieben. Wir gründen also echt ein Team? Ja, ich hatte bereits einen Antrag gestellt und um Zusendung der nötigen Dokumente gebeten. Wer hätte gedacht, dass uns die Antwort so schnell ins Haus flattert? Das ist doch perfekt, oder? Als Team können wir dann auch ein Abzeichen verlieren, die uns bei unseren Abenteuern bestimmt nützlich sind. Wenn das so ist, dann sollten wir uns ganz schnell einen Namen ausdenken. Ja, das ist vollkommen recht. Die Super Emulgas. Na, klingt das nicht witzig, der Name hat was. Shawnee? Was wäre da denn deiner Meinung nach ein passender Name für das Team? Ich finde, du sollst einen schönen Namen für uns aussuchen. Hey, und mein Vorschlag? Was wird denn jetzt aus Super Emulgas? Ein geeigneter Name für unser Team. Da werde ich gleich mal ein wenig meine grauen Zellen anstrengen. Ja, wir können unserem Team einen Namen geben. Aber Leute, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich habe da schon was im Kopf, aber wie gesagt, was das sein wird, das erst beim nächsten Mal. Das war's für heute mit Pokémon Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.